Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Ah. Dann gehen wir ins Thema. Uns wird doof. Wir müssen uns nämlich mal wieder mit einem alten Bekannten auseinandersetzen. Denn das Robert-Koch-Institut meldet, die Corona-Meldezahlen sind in Deutschland sind gestiegen. Das ist für uns inzwischen deutlich schwieriger nachzuvollziehen, weil die ganzen Dashboards abgeschaltet sind. Ich werde jetzt also mal so ein bisschen gucken, was Sie für Quellen ranziehen, und dann werde ich so ein bisschen mit dem Schwung Insider-Wissen, das ich jetzt habe, meine Finger spielen lassen. Keine Sorge, keine internen Daten rausgeben, sondern einfach nur wissen, wo ich an die öffentlichen Daten rankomme, wenn ich sie suche. So. Das ist nämlich gar nicht mehr so einfach und für, ganz ehrlich, für den Otto-Normalverbraucher glaube ich auch nicht mehr zu machen. Und das ist auch eine der Anregungen, die ich so ein bisschen aus meinem Urlaub mitnehme und vielleicht mal so in meiner Arbeitsgruppe streuen will, ob wir das nicht sinnvoller aufbereitet kriegen. Weil eigentlich fände ich es cool, wenn wir eben, also nicht mal nur für Corona, ne? Sondern generell für alle meldepflichtigen Erkrankungen. Oder generell für alle Erkrankungen, wo wir es erfassen, einen Dashboard hätten, wo die Bürger einfach gucken können, wie ist der Infektionsstand. Ne? Gar nicht unbedingt, weil das eine Information ist, die sie ganz dramatisch dringend brauchen, aber einfach aus Transparenzgründen. Ne? Wie ist eigentlich der Stand an Infektionen, an Syphilis dieses Jahr? Ne? Wir kennen es, man sitzt beim Tee bei Oma und plötzlich taucht so diese Frage auf. Und dann kann man einfach aufs RKI-Dashboard gehen und einfach mal gucken, wie der Stand ist und ob man mit der dritten Infektion dieses Jahr irgendwie alleine ist oder ob man, nein, also ohne Flachs, same procedure as last tea. Das mag ich. Nice. Ich glaube, Interminius, mit deiner Erlaubnis muss ich mir den Spruch klauen. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber der ist erstaunlich cool. neue Idee für Spieleabende. Syphilis? Ich, Franconi, ich weiß nicht, was für Spieleabende du so hast. Musst du jetzt auch nicht erzählen, ist deine Privatsache. Aber habt ihr schon mal über Prophylaxe nachgedacht? So. Und Dankeschön, Interminius. Ich guck mal. Muss es auf jeden Fall erstmal aufschreiben. Infektionsquartett. Infektionsquartett klingt nach was ich spielen würde, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich nicht so, wie es jetzt suggeriert wird. Hervorragend. Aber ja, Infektionen zum Sammeln und Tauschen. Das ist Wartezimmer Kinderarzt. Ne? Also, was soll man sagen? So, Corona-Meldezahlen in Deutschland weiter gestiegen. Knapp 4000 positive Corona-Tests hat das RKI für die vergangene Woche registriert. Der Trend zu mehr wöchentlich erfassten Infektionen setzt sich damit fort. Dennoch bleibt die Inzidenz insgesamt sehr niedrig. Das ist eine sehr, sehr wichtige Nachricht. Wir werden gleich mal gucken, was wir damit machen. Der Anstieg der wöchentlichen fasten Corona-Infektionen in Deutschland hat sich weiter fortgesetzt. In der Woche bis zum 20. August wurden knapp 4000 Nachweise bundesweit gemeldet. Wie aus dem Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert-Koch-Institut vom Mittwochabend hervorgeht. Wer sich wundert, ja, den Corona-Wochenbericht macht spätestens jetzt die Arbeitsgemeinschaft Influenza.
weil die einen Wochenbericht haben für akute respiratorische Erkrankungen. ARE, ne? ARE. Da haben wir auch schon reingeschaut. Werden wir eventuell gleich auch noch machen. Und die haben das jetzt sozusagen in ihren Bericht integriert, den sie eh schon haben. Und der klassische einzelne Covid, ne, also Corona-Wochenbericht ist abgeschafft. Das ist ein mehr als doppelt so hohes Niveau wie rund einen Monat zuvor. Okay, das ist schon merklich. Anstieg von mehr als 100% innerhalb von 4 Wochen, das, muss man neidlos anerkennen, das ist eine Leistung. Die Fallzahlen steigen laut Bericht nun seit etwa 6 Wochen an. Insgesamt sind die Covid-19-Inzidenzwerte aber weiterhin sehr niedrig, heißt es im Bericht. Es handelt sich bei den Angaben nur um im Labor bestätigte Fälle. Es ist davon auszugehen, dass Labortests auf SARS-CoV-2 vor allem noch bei eher schwerer Erkrankten durchgeführt werden. Im Vergleich zu den Hochzeiten der Pandemie mit teils extrem hohen PCR-Testzahlen tauchen milder oder gar symptomlos Erkrankte nun in deutlich geringerem Umfang in der Statistik auf. Das RKI sieht neben den Meldezahlen aber auch weitere Hinweise für eine steigende Corona-Aktivität. Bisher deutet nichts auf eine sich ändernde Krankheitsschwere hin. Dieser letzte Satz wird sich wahrscheinlich darauf beziehen, dass gerade eine neue Corona-Variante sich in Deutschland breit macht, ne, die EG5. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche kurz angesprochen. Ist ein Ding, ne, kann man nicht anders sagen, aber bisher, ne, auch da kann ich nochmal wiederholen, was hier steht, sehen wir keine Hinweise darauf, dass die sich irgendwie, also von der Krankheitsschwere her, anders verhält als die bisher zirkulierenden BA5-Varianten. Ansonsten sagen sie hier natürlich eine ganz, ganz wichtige und richtige Sache. Ne? Wir haben sehr geringe PCR-Testzahlen. Das bedeutet, die Erkrankungen, die wir erfassen, das sind vor allen Dingen die schwer Erkrankten. Wie viele Leute da mit so einem leichten Schnief rumlaufen und eine Corona-Infektion haben und es nicht mal merken und sich natürlich auch nicht testen. Weil sind wir mal ehrlich, nicht jeder mit ein bisschen Schnupfen macht einen Corona-Test. Also vielleicht hier unter uns aufgeklärten Leuten, aber in der breiten Masse vermutlich eher nicht. Ja, und die werden dann natürlich auch in keiner Statistik aufgeführt. Komisch, wenn man von den Ärzten auch nicht zur PCR geschickt wird. Stimmt, du hattest gerade, ne, einen Atemwegsinfekt. Relativ hartnäckigen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Arkanir. Also nicht, dass du da jetzt was zu sagen musst. Das ist ja deine Sache, aber ich erinnere mich vage, dass da irgendwie was war. Hätte auch nicht dran gedacht, wenn meine Mama mich nicht gefragt hätte. Ja, es ist ein Punkt. Und um ehrlich zu sein, ne, ich hatte im Frühjahr eine klassische Erkältung. Ich habe auch nicht dran gedacht, vielleicht mal einen Corona-Test zu machen. Wir haben es einfach, ne, aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist nicht mehr lebensbedrohlich, wir haben es vergessen. Und ne, wenn man jetzt ganz provokant ist, könnte man auch sagen, okay, wir haben es jetzt vergessen, aber ist das schlimm? Was für eine Relevanz hat das, ob ich jetzt Corona habe oder nicht? Erkältet ist erkältet. Wir haben keine... For what is a gentleman? If not an effort to master the chaos that sweeps our world. An attempt to control death itself, if necessary. Intermenius, danke schön für deinen Geschenksub an Little Kazoo. Kazoo, viel Spaß mit den Emotes. Ja, du bist jetzt also zwangsläufig, ne, hier Teil dieser ganzen Geschichte. Und Intermenius, danke, danke für deinen Geschenksub. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen.
Ja, also Mini möchte Skyrim. Ich bin der Letzte, der Mini aufhält. Das ist so. Ja. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, wo ich gerade abgestorben bin, es ist durchaus eine berechtigte Frage, ne? Welche Relevanz hat die dedizierte Corona-Diagnose tatsächlich noch? Denn sind wir mal ehrlich, die akute Infektion ist inzwischen für die meisten nicht weiter dramatisch. Ne? Zu Hause bleiben mit einer Infektionskrankheit sollte man sowieso, das heißt Ansteckung vermeiden, ist unabhängig von der Diagnose. Für die Behandlung macht es keinen Unterschied. Besondere Umstände wie Quarantäne oder so eine Geschichten gibt es nicht mehr. Ist es noch relevant? Also ich muss wirklich sagen, aus meiner ne, infektionsbiologischen Sicht ist es keine super relevante Information, weil die PatientIn zieht aus der Information keinen Nutzen. Außer, aha, jetzt weiß ich, was für ein Erreger das ist und das ist sicherlich nett, aber wir haben natürlich in einer im Gesundheitswesen einen Nutzen davon, wenn die Leute sich testen lassen, weil wir einen besseren Griff auf die Infektionszahlen kriegen. Aber also tatsächlich ist die Covid-Diagnose, ne, hält sich, der Nutzen hält sich in Grenzen. Es sind vielleicht Leute, wo man mal ein bisschen genauer hinguckt, aber das ist ja genau derselbe Grund, ne, warum man nicht selbst bei einer schweren Erkältungserkrankung auf Grippe getestet wird. Auch das passiert im Grunde erst, wenn man mit einer heftigen Erkrankung ins Krankenhaus kommt. Den Influenza-Test, den kriegt ja auch nicht jeder. Ich bin in meinem Leben noch nicht auf Influenza getestet worden. Wozu? Und dementsprechend ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, ne, dass diese, also dass diese Leute getestet werden. Es ist natürlich, dann sollte man doch aber auch die Messparameter ändern. Inwiefern, Arkenir, du meinst, willst du darauf hinaus, dass die Inzidenz als Indikator dann vielleicht nicht der Renner ist? Oder von PCR auf Diagnose zum Beispiel? Das Problem ist, ohne die PCR hast du keine gesicherte Diagnose, Arkenir. Ne? Du kannst natürlich jetzt anfangen, jede Atemwegserkrankung zu melden. Aber dann hast du das Problem, okay, dann hast du Corona drin, dann hast du Influenza drin, dann hast du Rhinoviren drin, dann hast du wie heißen die anderen? Sind das Astroviren? Ich glaube ja. Dann hast du Rotaviren drin. Das. Und dann hast du schnell auch wieder keine Aussage, ne? Weil dann weißt du zwar, welche Leute, also wie viele Leute da draußen irgendeine Form von Atemwegserkrankung haben, aber welcher Erreger jetzt dahinter steht, weißt du halt immer noch nicht. Das heißt, die PCR als Endpunkt ergibt schon irgendwie Sinn. Ich glaube, Schnellteste werden ja inzwischen auch gemeldet, wenn ich das richtig gelesen habe, wenn sich das inzwischen schon wieder geändert hat. Das heißt, wir haben eigentlich sämtliche gesicherten Covid-Infektionen abgedeckt. Aber die Aussagekraft von den PCRs geht doch jetzt auch immer mehr in den Keller. Also woran wollen wir das messen? Wie sieht das bei anderen Atemwegserkrankungen aus? Warum haben wir da keine Inzidenz? Ja, Agnew, du stellst sehr, sehr interessante und sehr, sehr richtige Fragen. Also die Aussagekraft der PCRs an sich ist super.
Man kann sich jetzt fragen, ob, ne, wie ich gerade geschildert habe, ob die gesicherte PCR, also die positive PCR auf Coronavirus, also auf SARS-CoV-2, irgendwas ändert. Weil es ist eine Information, die im Grunde für die Behandlung des der PatientInnen und deren Verhalten nichts ändert. Das ist rein für die Akten. Solange die PCRs mit den neuen Varianten mithalten können, ist deren Aussagekraft ganz hervorragend. Wie sieht es bei anderen Atemwegserkrankungen aus? Die meisten anderen sind nicht meldepflichtig, da interessiert es niemanden. Ne? Influenza ist noch meldepflichtig, wenn es denn nachgewiesen wird. Und ich glaube jetzt neuerdings ist jetzt gerade eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes aus, jetzt ist Rotavirus auch drauf. Nachdem wir jetzt gerade diese Welle hatten an Infektionen. Aber alle anderen Atemwegsinfekte sind sowieso nicht meldepflichtig. Das heißt, da haben wir dementsprechend auch im Gesundheitssystem zentralisiert keine Daten. Es wird auch nicht irgendwie als Infektion mit Rhinovirus dann irgendwo festgeschrieben. Da steht einfach nur Atemwegserkrankung und fertig ist. Und so wird das auch von der Krankenkasse erfasst. Das sind die einzigen Daten, die wir dann im Gesundheitssystem noch erheben. Und damit ist der Drops gelutscht. Und deswegen haben wir da auch keine Inzidenz für diese Erreger. Weil das einfach nicht getestet wird. Und ja, Akanir, mit dem Blick, dass sich Corona von der Schwere einer Grippe annähert, warum sind manche meldepflichtig, andere nicht? Das hat mit dem mit der Erkrankungsschwere zu tun und mit der mit dem Potenzial für ein größeres Infektionsgeschehen. Der klassische Schnupfen, so ein Feld-, Wald- und Wiesen-Adenovirus, ne? Oder auch so ein ganz herkömmliches Coronavirus. Selbst wenn du da plötzlich tausende Infektionen hast, da haben halt alle Schnupfen. So what? Das heißt, es interessiert das Gesundheitssystem eigentlich nicht. Deswegen sind die nicht meldepflichtig. Weil selbst wenn du plötzlich einen großen Ausbruch hast, es ist für die Leute nicht ernsthaft gefährlich, es ist für das Gesundheitssystem nicht dramatisch, unsere Wirtschaft wird daran auch nicht zusammenbrechen. Wäre auch wieder nur was wir erheben, um es erhoben zu haben. Ne? Immer vorausgesetzt, es ändert sich nichts. Ne? Wir haben das ja gerade erlebt, dass plötzlich ein Coronavirus sehr, sehr relevant wurde. Aber das hätten wir ja damit auch nicht abgedeckt. Ne? Plus, wenn du das erheben willst, müssen die Leute darauf getestet werden. Das heißt, sobald du einen Schnupfen hast, müsstest du genötigt werden, damit zum Hausarzt zu gehen, damit der Hausarzt einen Abstrich macht und den ins Labor einschickt. Du hast dann plötzlich Labore, die im Grunde nichts anderes machen, als Schnupfenabstriche zu verarbeiten und da PCRs von zu machen. Jetzt hast du das Problem, du weißt aber ja bei einem Abstrich, bei so einem herkömmlichen Schnupfen oder einer leichten Erkältung nicht. Ist es ein Coronavirus? Ist es ein Rhinovirus? Ist es ein Rotavirus? Ist es möglicherweise Influenza oder ein schwaches SARS-CoV-2? Das heißt, du fährst dann aus diesem einen Abstrich 5 PCRs. Das ist logistisch und finanziell so ein Riesenaufwand, dass du dir das klemmst. Weil du hinten raus faktisch keinen Nutzen daraus kriegst. Du weißt zwar dann ganz wunderbar, was in der Bevölkerung an Erregern kursiert, aber so richtig was tun mit dieser Information würde man halt nicht. Die hätte man dann. Und Schluss. Und deswegen wird das alles nicht gemacht. Ne? Das ist eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung. Hallo Eulenviech, schön, dass du reinschaust. Und deswegen gibt es eben diese ganzen Dinger nicht und deswegen sind von den Atemwegserkrankungen, soweit ich das überblicke, eben nur SARS-CoV-2, Influenza und Rotaviren meldepflichtig, weil die so ein gewisses Potenzial haben, größere Ausbrüche zu verursachen und auch eben dann entsprechende Komplikationen herbeizuführen.
Das hast du bei vielen anderen Viren eben nicht. Und selbst bei diesen meldepflichtigen Viren wird ja nicht jeder und seine Oma, sobald er einen Schnupfen hat, getestet, sondern auch da wird ja erst getestet, wenn es eine ernsthafte Erkrankung wird. Ne? Und auch nur die werden dann erfasst. Jetzt könnte man sagen, was denn das für ein Unsinn? Andererseits muss man halt auch sagen, es ist eigentlich völlig irrelevant, ob halb Deutschland plötzlich Rotavirus hat. Bei uns interessieren ja sowieso nur die, denen es wirklich schlecht geht, weil auch nur die mutmaßlich Komplikationen erleiden. Sternchen. Wir wissen, dass es bei SARS-CoV-2 ein bisschen anders läuft. Ne? Da kann man auch durchaus asymptomatisch erkranken und hinterher Long-Covid kriegen. Also, da ist die Sache wieder ein bisschen anders. Und da könnte man sich jetzt auch drüber streiten, ob da regelmäßiger Testen nicht vielleicht doch hübsch ist. Andererseits kann man den Leuten ja auch dann nur nicht sinnvoll helfen, wenn sie keine Symptome haben und dann gehen sie auch nicht zum Arzt. Also, ne, wie man es dreht und wendet, ist es irgendwie meh. Also so richtig kommst du da einfach nicht ran. Das ist übrigens einer der Gründe, warum das Robert-Koch-Institut in Kombination mit dem Umweltbundesamt zurzeit versucht, eine Abwassersurveillance auf die Füße zu stellen, die genau solche Parameter in größerem Stil aus der Bevölkerung erhebt, damit wir wenigstens so irgendwie einen Griff darauf kriegen, was da so kursiert. Ja. In der Hoffnung, dass wir das kostengünstiger hinkriegen, als wenn jeder regelmäßig zum Arzt muss und kriegt irgendwie einmal die gesamte Abstrichbatterie genommen. So. Und Eulenviech, ne, hat im Grunde das gesagt, was ich auch schon gesagt habe. Es kommt halt drauf an, wie dramatisch die Erkrankung ist. Da wurde jetzt das Beispiel Salmonellen genutzt. Das ist auch richtig so. Ne? Das ist eine gefährliche Erkrankung, insbesondere für Leute mit bestimmten Vorbelastungen. Da kommt noch dazu, dass Salmonellen eben in der Regel Lebensmittel übertragen sind. Das heißt, wir haben da auch ganz schnell das Bedürfnis, eine Nachverfolgung zu machen, in welchem Lebensmittel sind die Salmonellen drin, ne, um das aus dem Verkehr zu nehmen. Das kriegst du aber nicht, wenn du nicht eine Meldung der Salmonelleninfektion hast, weil du dann nicht weißt, wo Leute betroffen sind. Ne. Eine Salmonelleninfektion ist ein unsauberer Kühlschrank. 200 Salmonelleninfektionen in derselben Region ist möglicherweise eine kontaminierte Servelatwurst im Supermarkt. So. Und da muss man dann eben so ein bisschen gucken. Ja, aber genau, so sind so ein bisschen die Parameter, wonach entschieden wird, was eigentlich gemeldet wird und was nicht und was getestet wird und ab wann und überhaupt. Ja, und da drehen wir jetzt wieder den Kreis zurück zur Erkrankung mit SARS-CoV-2. Aktuell, es wird nicht so viel getestet, wie vielleicht könnte. Die Frage ist halt tatsächlich aber auch, wozu? Und ich habe darauf keine abschließende Antwort. Ne? Ich, also aus meiner Sicht, muss ich sagen, ich sehe den Sinn aus Forschungssicht, dass wir als Wissenschaftler natürlich gerne die Daten hätten. Ne? Wir hätten am liebsten jeden einzelnen Infizierten erfasst, damit wir wissen, was Phase ist und damit wir damit Forschung machen können und damit das fürs Gesundheitsmanagement optimal ist. Aber realistisch ist diese Anforderung natürlich nicht. Und das ist einfach nur so ein Wunschdenken, weil mehr Daten besser als weniger Daten. Fürs aktuelle Gesundheitsmanagement brauchst du diese Daten eigentlich zurzeit gar nicht in der Tiefe. Und ja, Eulenviech, ich weiß auch nicht, warum du fragst. Ja, natürlich ist eine Covid-Erkrankung meldepflichtig, aber wie ich sehe, weißt du das ja selber. Richtig. Sogar namentlich meldepflichtig, ne? Was die, der höchste Grad an Meldepflicht haben, also ist, den wir haben. Dann wirst du mit deinen gesamten Personalien beim Staat angeschwärzt, wirst du da
Genau. Da war nichts mit Arzt, es ging gleich übers Amt. Ja, genau, so geht's halt theoretisch auch. Ne? Normalerweise würde diese Meldung der Arzt machen, beziehungsweise das nachweisende Labor, dass er dann weiß, wer ihr seid, ne? wenn eure Probe da positiv aufplöppt. Das ist natürlich in der Corona-Zeit nicht immer realistisch gewesen und gerade bei den Schnelltests, ne, war da nichts zu wollen. Da wurde dann natürlich teilweise aus dem privaten Raum direkt gemeldet. So, zurück zu unserem Text. Insgesamt sei das Vorkommen von akuten Atemwegserkrankungen noch auf einem niedrigen Sommerniveau, schreibt das RKI. Hauptsächlich kursieren Rhino- und Para-Influenza-Viren. Stimmt, die gibt's auch noch. Wer sich jetzt gegen Covid impfen lassen sollte, welche Varianten kursieren und was die Fallzahlen mit Barbie zu tun haben, lesen Sie hier. Also kurz zusammengefasst, deren These ist, die Leute infizieren sich gerade so krass, weil alle ins Kino rennen. Bin mir unsicher, ob die These sich tatsächlich halten lässt. Und ja, Covid ist auch heute noch meldepflichtig, Eulenviech, da hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, ist die Testfrequenz, aber es ist jetzt genauso meldepflichtig wie vorher auch. Hat jetzt halt weniger Konsequenzen, ne, weil keine Quarantäne und kein Bums und so weiter. Aber an sich hat sich an der Meldung nichts geändert. So, wir gucken einmal kurz in den ARE-Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. In den gerade aktuellen, den hänge ich für YouTube auch mal mit in die Videobeschreibung mit rein. Und dann gucken wir einfach mal, wie schlimm die Lage gerade ist. Hier ist Covid gar nicht mit drauf. Konsultationsinzidenz. Anzahl eingesandter Proben pro Kalenderwoche. Anteil der Nachweis. Okay, das ist hier der Sentinel, das ist ja nett. Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt sehr wenig brisant. Das sind neue im Krankenhaus aufgenommene Fälle. Wöchentliche Inzidenz, neu im Krankenhaus aufgenommene Fälle. Okay. Beide Daten nach IFSG, Covid. Hier. 1, 2, also 1200, 1200, 1800. Von 29 auf 30 ging es ganz schön hoch. Von 32 auf 33 auch nochmal ein Sprung von 500. Hier waren es auch nochmal 500. Naja, gut, okay. Also lieber daheim illegal streamen statt Kino. Ist zumindest sicherer, was das Infektionsgeschehen angeht. Der Rest ist natürlich strafbar, also bitte macht das auf eigene Gefahr. Auch für Para-Influencer-Viren sind Para-Wissenschaftler nicht zuständig. Das ist wahr, Raubfriese. Ich habe übrigens oben auch das zwangsläufig gesehen, aber war irgendwie beschäftigt. Beschreibung eines durch dritte hormoninduzierte Zustands bei ja, bei femininen Kaniden. Zwangsläufig. Huh? By Jove, what a delightful load of bits. Und ja, Bison, ich habe den Witz auf Mastodon gesehen. Dankeschön für deine 8 Bits. I saw a microbiologist today, much bigger than I expected. Mhm. Endure, sir. Take it. They'll hate you for it. But that's the point of the gentleman. He can be the man of honor. He can make the choice that no one else wants to make. The right choice.
Interminius sitzt heute offensichtlich wieder der Mauszeiger locker. Dankeschön für dein Geschenksab an Bison. Vielen, vielen lieben Dank. Tja, Bison. Du bist jetzt Teil dieser Sache hier, ne? Es ist klar. Was soll man sagen? Dankeschön, Dankeschön für den Support. So, ja. COVID-19-Fälle nach Meldewoche. Da müsste man jetzt mal gucken. Virologische Analysen. Das ist GrippeWeb. Web hat früher auch was zu Corona gesagt, scheint es aber jetzt nicht mehr zu tun. Virologische Analysen. OF36616. Schwankt einfach so krass, dass ich zugeben muss, dass ich den Anteil Positive hier so mittel finde, sind halt auch so einstellige Probenzahlen. Wie viele Proben sind das insgesamt? AG-Center im nationalen Referenzlaboratorium. 50. Okay. Das ignorieren wir mal besser. Anteil der Nachweise für... Das ist aber auch immer noch Sentinel-Meldedaten, genau. Und da sind wir hier bei SARS-CoV-2 eben bei dem Anstieg auf 4000 in der Woche. Haben Sie da eine Inzidenz draus berechnet? Davon 25% hospitalisiert, okay. Ja, 26%. Zwischen 26 und 28%. Also ein Viertel der Leute ist im Krankenhaus. Okay. Da jetzt eine Inzidenz draus zu berechnen, wäre doch aber nicht so kompliziert gewesen, oder Leute? Das hätte ich eigentlich nett gefunden. Haben wir... EMG, Corona. Haben wir hier das Dashboard noch? Ja, hier ist das Pandemieradar noch da. 7-Tage-Inzidenz. Okay. Leute, ihr müsst dringend was an eurer Skala machen. Die Inzidenz liegt bei 3 bis 4. Das ist wirklich bei weitem nicht dramatisch. So, und ich denke, damit haben wir dann auch die nötige Einordnung, ne, dass man sagen kann, okay, ja, es ist da, aber schlimm ist es nicht. Was sagt das Abwasser dazu? Stand 9.8. Das ist also noch mittendrin in der ansteigenden Phase. Anteil Standorte mit steigender Viruslast im Abwasser liegt bei 70%. Ja. Frage ist, wie viele Standorte sind da jetzt eingegangen? Könnte ich euch jetzt sagen, wenn ich auf Arbeit gewesen wäre. Die letzten 3 Wochen war ich aber nicht. Möb. Na gut. Ja, so oder so. Also, es ist hier schon fast keine Meldung wert, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Eine Inzidenz zwischen 3 und 4. Ja, der Anstieg ist jetzt natürlich für sich genommen, ne, relativ stark. Befindet sich aber immer noch auf einem Niveau, wo man sagen muss, so insgesamt für die Bevölkerung ist da wenig Relevanz.
Jetzt muss man natürlich das im Auge behalten, wie sich das weiterentwickelt. Ob das jetzt so konstant weiter ansteigt, ob das eventuell in exponentielles Wachstum geht. Aber ich würde erstmal nicht damit rechnen. Mich ja immer noch die ganzen Toten durch die Impfung. Mir wurde Massensterben von den Schwoblern versprochen. Bin ich nicht für zuständig, sorry. Kann ich nichts machen.